So, herzlich willkommen zum heutigen bzw. zur heutigen Live-Übertragung von Days Gone. Und es fängt an zu schneien. Wolken ziehen auf, es fängt an zu schneien. Eben war es noch sonnig. Sei es drum. In der Los, letzten. los, los! Beweg deinen Arsch! Glaubst du kannst den Freaks davonlaufen? Was ist das denn Nein, hier? verdammt! Los! Ja, Sergeant? Ja, Sir! Jawohl, Sir! Okay, der Drill Sergeant ist in seinem Element. Jedenfalls sind wir in der letzten Folge hier in das Diamond Warum Camp streikst du dich nicht an? Warum bist du gekommen noch in meinem und Hindernisparcours? gehen Warum gleich bist du die noch nicht damit fertig? nächste Mission an. Und die ist ganz weit draußen. Die ist nämlich hier. Schutz für die Schwachen. Begib dich in das Gebiet nördlich von Chemult, Chemult, irgendwie sowas. Und ja, wie man sieht, das ist die ganze Karte. Nicht die ganze Karte, aber es wird ein großer Teil der Karte hier gleich aufgedeckt werden. Und hier unten ist auch noch ein Camp. Das sind die beiden letzten. Also hier das Diamond Camp und dann hier noch das Wizard Camp, Wizard Island. So, wir machen aber jetzt hier weiter mit der Wenn ersten ihr es so seht, würde ich Quest. sie noch mal laufen. Moped Hörst steht du, bereit und Präsident? ist vollgetankt. Ja, Sir. Jawohl. Sir. Corporal. Sir. Sergeant. Sergeant. Und los geht's. Auch wenn noch keiner da ist jetzt gerade. Ist noch ein bisschen früh am Wochenende, 6 Uhr, beim nächsten Mal. Moment, ich mach schon. Könnten wir auch um 7 starten, müssen wir mal sehen, was die meisten so sagen. Ja. Corporal St. John. Way Taylor, Deacon St. John. Oh, Taylor, ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor. Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Hey, ein paar von denen sind in Highway. Highway 97? Hey, es war. Nein, es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Da ist eine Gruppe. Männer, die sind noch zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Nicht nett. Taylor. Die sieht wirklich toll aus. Wollte ich mich irgendwann absetzen, dann will ich dahin. Shit, ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Camp. Taylor Ende. Hi, Jen. Taylor. Oh, grüß dich. Schön, dass du es geschafft hast. Viel Vergnügen wünsche ich dir. Ich bin gerade erst losgefahren hier vom Deacon St. John und Diamond Captain Camp. St. John und Curry, kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so kann man es wohl nennen. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Einen Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry Ende. Okay. Ja, was ich sagen wollte. Ich bin gerade losgefahren vom Diamond Camp, wo die letzte Folge geendet hat. Und auf zur nächsten Mission. Ich kann es nochmal zeigen. Es sind noch ein paar Meter. Es ist ganz weit draußen. Das heißt, es wird auch hier ein bisschen die Karte aufgedeckt jetzt. Werden schauen, dass wir hier heute ja, ein gutes Stück weiterkommen auch. Und die nächste Mission ist diese hier. Schutz für die Schwachen, begib dich in das Gebiet nördlich von Chemult, oder? Chemult, irgendwie sowas. Und ja, aber jetzt sind wir gerade an dem, ja, an dem Camp hier vorbeigekommen, beziehungsweise an dem
an dem Nest und was das auch immer hier war. Ah, stimmt ja. Ich muss das infizierte Gebiet noch ausräuchern. Und das kann man natürlich direkt mal mitnehmen hier. Ja, gerne, Jen, gerne. das können wir natürlich mitnehmen, ne? Das liegt auf dem Weg, das Camp. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Allerdings kann ich gerade keine Mollys anfertigen. Also, dann verschieben wir das auf den Rückweg. Denn ohne Mollys ist schlecht. Da müssen wir erst noch ein bisschen Material sammeln. Oder man findet das jetzt hier. Das weiß ich nicht. Könnte auch sein. Kann ja mal suchen. Hier schon mal nicht. Tja. Das wird nicht reichen, glaube ich. Noch ein Nero-Lager. Vielleicht ist in der MME was Brauchbares. Aber hier ist auch direkt wieder ein Nero-Lager. Also, ja, und hier geht's nicht. Hier ist voll. Mal schauen. Ich kann sonst irgendwas anfertigen hier? Nein. Nein. Tja. Nero-Lager ist auch immer ganz gut. Denn da sind diese Injektionen. Dann haue ich jetzt erstmal die Lautsprecher hier weg. Bevor noch der Alarm losgeht. So, und die Türen sind immer zu hier. Kein Strom. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, hier ist immer kein Strom. Also hier ist nie Strom. Das ist gut. So, wie war das beim letzten Mal? Ich glaube, der Generator, der braucht Benzin. Und dann, erstmal gucken, wo der Generator ist. Dann wahrscheinlich Benzin finden. Und dann kann man auch hier rein. Dann ist der Strom wieder da. Das ist ganz, ganz wichtig eigentlich, weil, wie gesagt, immer diese Spritzen da drin sind. Womit man die Ausdauer, Gesundheit verbessern kann. Okay. Was war das? Eigentlich aktuell. Ah, da ist der Generator. Hier ist der Generator. Der Generator hat keinen Sprit. Wie gesagt, kein Sprit. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche, genau. Aber ich hoffe, dass hier irgendwo Sprit rumsteht. Also irgendwo sollte Sprit sein. Denn die Spritze, die sollte man mitnehmen. Den Charakter ein bisschen aufzuwerten. Aber hier ja schon mal nicht. Aber hier. Versteckt. In der Ecke. Okay, also. Dann schnappen wir uns die Spritze und dann geht's zur Mission. Ja, viel Spaß wünsche ich dir übrigens auch beim Zuschauen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie lange das heute geht, aber ich denke, 2-3 Stunden mindestens. So, grünes Licht. Das wäre das. Grünes Licht. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Wieso was los? Okay. Mal sehen, was hier drin ist. Ja. Munition. Wo ist der Koffer? Hier ist doch irgendwo ein Koffer. Hier. Ja, ein Nero-Injektor. Genau. Letztes Mal haben wir Ausdauer genommen, dann machen wir jetzt nochmal Gesundheit. Gesundheit erhöht. Volcanic Legacy Nero Kontrollpunkt. Und das war's. Okay. Ich habe einen Lautsprecher vergessen irgendwo. Ja.
Und ich muss mal hier aus der Enge raus. Da ist ein Breacher. Echt jetzt? So. Schnell zum Moped. Also auf so einen Breacher jetzt gleich zu Beginn habe ich jetzt nicht so richtig Lust. Okay. Also allerdings müssen wir ja durch den Tunnel. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwie ein Auto oder so den Weg versperrt. Okay. Dann kurz mal zwischenspeichern. Komm, speichern. Geht grad nicht. Dann los. Ein Kreischer. Oh, shit. Nein. Alter. Okay, das ist gerade ziemlich heftig hier. Lauf! Lauf, lauf, was ist hier los? Na, wenn das mal gut geht. Ich hoffe, ich komme jetzt hier außen rum zum Tunnel. Oh, hier ist Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich wollte doch mal eigentlich jetzt mal ganz gechillt ins Spiel kommen. Das war ja wieder gar nichts jetzt, oder? Ist ja gleich hier los. Und der Breacher hechtet auch auf die Straße. Ja, 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 ja. Ja, das kann man vergessen. Das kann man auch vergessen hier. Eigentlich kann man schon mal gucken, ob hier überhaupt der Weg frei ist. Wie soll ich jetzt an dieser Meute vorbei? Ich kann mich auch nicht mehr heilen gerade. Schön. Das fängt richtig nice an hier. Mal gucken, ob ich hier ein Verbandsding machen kann. Auch nicht, also. Brauche ich. Dann brauche ich Material für Verband. Nichts. Und ich muss wissen, oder möchte gerne wissen, ob ich hier nicht hier gleich aufs Moped steige. Ob ich hier überhaupt durch die durch den Tunnel durchkomme. Oder ob es hier ein Hindernis gibt. Ob der Weg versperrt ist. Wieso ist denn hier nichts zum Looten jetzt? Aber es scheint relativ frei zu sein. Kann das sein, dass hier nichts zum Looten gerade ist, Alter? Was ist hier los? Absolut nichts. Normalerweise kann man auch die ganzen Autos aufmachen. Na gut, also. Ich hoffe, dass die zurückgegangen sind. Abend, Nomex. Grüß dich. Willkommen im Stream. Es geht gleich los hier im Spiel. Ich möchte durch den Tunnel zur ersten Quest. Jetzt. Zur ersten Aufgabe. Aber kein Verbandszeug. Und draußen waren gleich Breacher und Kreischer und alles.
Und ich hoffe, dass ich jetzt zurück kann zum Bike. Aufs Bike steigen kann. Und dann hier wegkomme. Da draußen sind sie. Okay, das könnte gut gehen. Ich will eigentlich nur durch den Tunnel und dann erstmal kurz zwischenspeichern. Eine Injektion habe ich gerade gefunden in dem Nero-Lager und konnte die Verdammt, Jäger! Gesundheit ein bisschen aufwerten. So, kann ich jetzt mal zwischenspeichern? Na, endlich. Okay. Das ist immer schon mal gut, wenn das Spiel gesichert ist. So, hier hinten sind Vorräte, oder? Flintenmunition. Na, Hauptsache, das Spiel ist jetzt schon mal gesaved. Nomads. Alright. Wie lange seid ihr schon hier, hä? Legt Hinterhalte, überfällt Versorgungstrupps. Alter, was ist das denn? Ja, wie gesagt, gut, dass es gerade noch gespeichert war. Ja, wirklich, ich wollte eigentlich wirklich mal ganz locker jetzt so ins Spiel, aber nein. Es tauchten gleich Freakers auf, weil ich irgendwie ein Alarmding da vergessen habe zu eliminieren. Dann tauchte zum zweiten Mal erst im Spiel oder höchstens zum dritten Mal jetzt gerade ein Kreischer auf. Der hat mir die Sicht versperrt und zu guter Letzt bin ich dann im Tunnel gelandet, wo dann ein Breacher noch gewesen ist. Also diese ganzen dicken Mopeds. Und draußen jetzt gleich die Wölfe. Also es geht wirklich Hallo, Rumtreiberlager. Gleich los hier. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Ich wünschte, ich hätte im Lager Verbandszeug gekauft. Ich dachte, ich hätte das noch. Noch ein infiziertes Gebiet. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Also es hilft ja nichts, man muss ja hier anfangen. Ich hätte nur gerne wenigstens mal eine volle Lebensleiste. Oder ein Molly. Ich weiß nicht, wieso das jetzt auf Max ist. Ich kann hier nichts bauen gerade. Und das ist hier angeblich alles auf Max. Da, jetzt endlich. Einen. Tja. Was haben wir hier? Reparieren. Herstellen. Also ein Molly ist natürlich ein bisschen wenig. Da müssen wir wegen den Nestern nochmal wiederkommen oder ich mach's irgendwie offline. Ich habe jetzt weder Heilung noch Mollys. Noch, noch irgendwas. Noch ein Nest. Keine Sorge. Ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. So, und die Anzahl der Nester scheint auch zuzunehmen.
Colonel, Corporal St. John, mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standorte. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle, Corporal. Garrett Ende. Ja, Sir. Mieser Ficker. Und direkt hier vor der Hülle. Leider sind wir schon entdeckt worden, glaube ich. Ja, wirklich, das trifft's. Wirklich. Nur Max, das trifft's war gerade voll und also. So, wo willst du denn hin da eigentlich? Wo rennt der hin? Das weiß ich nicht, Bernie. Trotzdem erstmal willkommen hier. So, und ich versuche mal, ob hier vielleicht noch Material ist in dem Wagen. Ich brauche dringend irgendwas zum Basteln. Ist aber auch wirklich nichts. Mein Gott. Na gut, wir gehen mal weiter. Okay, kommt schon, ihr Arschlöcher. Los geht's! Bewegt sich was? Ja, das war ich. Dann komm schon! Fertig! Mach das besser! Ich triff, dann mach ihn. Komm schon. Na, endlich. Okay, Sniperer direkt um die Ecke. Wartest du einfach nur, was? Der rührt sich nicht. Töte den! So, das war das. Also, ob das hier gut geht mit ohne Heilung, ich weiß es nicht. Da hinten ist auch so ein riesen Moped. Da helfen eigentlich nur Kopfschüsse. Nein, nein, nein. So. So. Oder ein bisschen vorarbeiten. Aber ich glaube, es ist fast zu weit. Also, wenn ich einmal getroffen werde, bin ich tot. Ja, also. Hier liegt nirgendwo irgendwas rum. Und ich guck nochmal, ob es irgendwie einen anderen Eingang gibt. Vielleicht komme ich da oben lang, denn da unten sind jetzt. Ich weiß nicht, wie viel waren das? 5 Leute mindestens. Noch ein Moped. Wäre natürlich cool, wenn es wirklich noch irgendwie einen anderen Eingang geben würde. Oder ich verbrenne jetzt von hier oben mit einem Molly. Einen habe ich ja. Einen ganzen Molly. Wo sind sie hin? Ist
sehe ich sie nicht. Naja, anscheinend kommt man hier nicht lang. Anscheinend ist die Ende. Was sind die denn alle? Alles klar. Tja. Nee. Also ich weiß nicht, es kann sein, dass ich nochmal neu starten muss. Mit einem halben Leben jetzt hier ins Spiel. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich dachte, ich hätte 5 Leben. Das ist wirklich... Oder ich speichere hier nochmal. Habe ich dann hier drinnen nichts? Pistolen, Munition, noch was. Xavier. B. Grüß dich, guten Abend. Herzlich willkommen. Ey, liegt da ein Sniper? Kommt, Flieger hoch. Okay, ein Schuss, echt jetzt? Ein einziger Schuss? Oh Mann. Oh Mann. Nomex, wie gesagt, es kommt alles auf einmal jetzt. Sniper ist zwar gut, aber ein Schuss ist mal überhaupt nicht gut. Kann ich hier noch was looten? Nein. So, und ich sehe natürlich jetzt überhaupt nichts, ne? Wer ist das? Jetzt! So, eine Heilung habe ich irgendwie gefunden. Und das war's. Man sieht jetzt aber auch nichts mit der Sniper. Rückzug! Rückzug, los! Rückzug! Fast leer. Nein! Getroffen, getroffen! Setzt ihn fest! Ich zieh mich zurück! Sollte das wirklich gut gehen?
Tja, ich kann das jetzt nicht looten, nämlich genau in der Schusslinie. Oh Mann, was für eine Situation, das gibt's doch gar nicht. Komm, Verband. Verband. Oh nein. Eine Rohrbombe. Sind Sie hier? Gut, Rückzug! Rückzug! Rückzug, gib mir Deckung! Jäger, das noch. Nimm das, Arschloch! Komm, noch ein bisschen mehr Licht. Wo steckst du? Okay, Rückzug. Oh mein Gott. Das ist wirklich der krasseste Spieleranstieg, den ich jemals hatte, glaube ich. Ich bin hier. Okay, Moment, ich komme. Komm, die Munition. Hier, hier! Irgendwann musst du stehen bleiben. Was? Das ist ja wohl ein Scherz. Oh! Wo kommst du denn her? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauch das dringend. Nicht, dass jetzt hier noch einer lauert. Zum Teufel geht's Ihnen, Lieutenant. St. John. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach, ich ja? auch. Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also, das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also, schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! Gott sei Dank, Gott sei Dank. Danke, Darkseatos, vielen Dank. Danke für ein Like. Das war gerade eine heftige Passage hier. Ich würde es auch gerne zocken, aber deshalb kaufe ich mir keine PS4. Ja, wegen einem Spiel jetzt... Konsole kaufen ist natürlich ein bisschen heavy immer, ne? Wobei ich dann gleich erwidern muss, dass es wirklich einige wirklich sehr gute Exclusives für die PS4 gibt. Danke, Jen. Ich habe feuchte Hände. Das war wirklich, du hast es ja gesehen, mit halber Energie. Das war richtig kritisch. Aber gut, es hat geklappt. Dann können wir weitermachen. Das war die erste Mission. Oder die zweite. Und wenn wir aus dem Tunnel sind, dann gucken wir mal auf die Karte hier. Ja.
So, ein Molly. Vielleicht habe ich jetzt auch genug Material, um zumindest ein Nest auf dem Rückweg mal anzugehen. Da waren ja dann doch einige direkt. Danke, Nomex. Jen, was hast du denn für eine Pizza bestellt? Was fehlt denn noch? Ein Bär. Oder schreibt auch mal gerne, was so eure Lieblingspizza ist. Was sind denn so eure Lieblingspizzen? So, kann ich mir jetzt was anfertigen? Einen Verband. Sogar zwei. Sogar drei. So, mal auf den Molly gucken. Ja, leider nicht. Vier Käse. Okay, mit vier Käse mit Käserand. Sehr gut. Ja, Käse ist ja auch lecker, ne? Ich liebe auch Käse. So, hier ist irgendwas Blaues auf der Karte gerade. Nein, da ist ein Gefangener. Also es geht hier gleich los. Wieder. Kurz zwischenspeichern. Wo ist denn das zockt geblieben? Na, wie viele Drifter habt ihr heute schon gekriegt? Namens Caligula. Ja, das sehe ich euch sofort an. Okay. Zum Befreien der Geisel, Gegner, was stand da? Ich habe es jetzt gar nicht mehr gesehen. Gegner einfach den Nacken brechen. Komm, gib mir deinen Loot, dann ist gut. Ach so, ja, da, das kann sein. Da können wir uns auch noch mal gerne drüber unterhalten, Kali, denn es gab da sowas, mit dem ich nicht so einverstanden gewesen bin. So, und jetzt hängt das Spiel gerade fest. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Da haben wir schon. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ja, nicht jetzt, Kaliber, nicht jetzt. Ich muss nochmal neu laden jetzt. Achtzehn siebenunddreißig. So. Ja, das war gerade ein Bug. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel auch, je weiter man es spielt, desto verbuggter ist das irgendwie. Colonel, Sir, mache Meldung. Es, Scheiße, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille aus. Sie sagte, okay, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John End. So, was haben wir hier? Wo fahre ich hin? Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Okay, hier ist ein Camp. Okay. So, ein Camp mitnehmen. Ein Camp auf dem Rückweg. Komm. Das gibt Punkte im Lager. Dann schauen wir uns zuerst hier ihn.
der Sniper. Du bist erledigt. Jetzt der Rest von euch. Das war das. Okay. Also, scheint gar nicht so voll zu sein. Gar nicht so viel los hier. Dann sollte man das Camp eigentlich relativ zügig säubern. Landhauspizza mit roten Zwiebeln, Bacon, Mais und Barbecue-Soße. Mm. Nice. Mann. Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Also ich habe zwar erst so gegen drei gegessen, aber wenn ich das lese... Ja, ich esse sowieso meistens eher spät. Manchmal kommt es auch vor, dass ich den ganzen Tag nichts esse und dann esse ich irgendwie so um 10, 11. Und dann aber dann richtig viel. Quasi unfreiwilliges Intervallfasten, wenn man so will. Intervallfasten soll so gesund sein. Wobei ich jetzt nicht faste, sondern einfach nicht, ja, einfach aus Zeitgründen manchmal einfach nicht esse. Und dann halt abends viel esse. So, wieso ist das Camp denn jetzt nicht, das Camp müsste eigentlich gar nicht sein. Willkommen im Club, du auch. Ja, genau, genau, ja, genau. Hey, PS4-Gamer, guten Abend. Romeo Steve, guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, ich habe es letztens auch nochmal gelesen, dass Intervallfasten wirklich laut wissenschaftlichen Studien lebensverlängert sogar sein soll. Also, gar nicht schlimm, wenn man... Wenn man sich abends den Bauch voll kloppt und den Tag über sonst nicht so viel isst, dann ist es gesund. Achso, was hatten Sie gesagt? Da stand die, so, ich konnte nicht am Anfang einen Stream anschauen, weil ich auch am Zocken war. Achso, ja, kein Problem, kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob das bei Lanz gewesen ist. Ich gucke ja hin und wieder, gucke ich Lanz. Kommt ja auch erst immer spät. Und da war ein Wissenschaftler und der hatte, glaube ich, der hatte sowas gesagt wie, dass die Zellen sich halt dann nach 16 Stunden wirklich besser erholen. Signal. Na, keine Sorge, ich werde zurückkommen und mich später um euch kümmern. So, noch eine Spritze. Oh, noch ein Neuroinjektor. Gut. Also, es war ein harter Anfang im Spiel, aber es geht voran. Dann diesmal wieder Ausdauer. Steroide. Sind das Steroide? Hallo Nadine. Abend. Grüß dich. Herzlich willkommen. Was wollte ich sagen? Hey, haben Sie morgen Dienst? Hab noch nicht nachgesehen. Sie? Ich bin 4 Tage am Stück eingeteilt. Colonel Sir, ist Lieutenant Norwoods gut angekommen? Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht. Wir haben eine Menge zu tun, dass Sie ein ganzes Lüftercamp allein ausgelöscht haben. Die nehmen uns echt hart. Ja, ich konnte Sie ja vielleicht im Stich lassen, Sir. Sehr gut, Corporal. Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen. Ich verstehe langsam, warum. Wie? Hattet ihr keine Zeit, in euren beheizten Bunkern eine Runde Dame zu spielen? Was für Luxusprobleme.
Ich habe doch gesagt, hallo Nadine. Also, das muss reichen. Oder guten Abend, ne? Das muss reichen. Okay, also wir sind durch die Hülle. Ich werde dich gleich kreischen lassen. Und ich hoffe, dass wir jetzt automatisch zurück ins Camp kommen und ein bisschen hier mal auftanken können. Beziehungsweise Sachen einkaufen können. Was sagt ihr denn so zu der Open World? Gefällt sie euch genauso gut wie mir? Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Das Besucherzentrum. Das muss es sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hefe. Küche. Ja, gut, das Zeug muss in der Küche sein. Oh, Scheiße. Brecher. Scheiße. Großartig, Brecher. Es kommt wirklich... nicht mal einfach sein können. Nee, heute nicht, glaube ich. Echt, heute nicht. Und auch nicht nur einer, sondern mindestens zwei. Wie viel Schuss? So, kurz mal gucken, ob ich irgendwas anfertigen kann. Noch einen Verband. Vielleicht hier noch was. Eine Rohrbombe. Zwei. Okay. Kann ich den reparieren? Kann ich. Okay. Gut, also. Ich glaube, drei Brecher umnieten ist ein bisschen zu gewagt. Krabbler sind auch noch da. Und ich schaue mal auf die Karte, was hier überhaupt das aktuelle Ziel ist. Hefe besorgen, echt jetzt? Okay. Dann lassen wir uns mal überraschen, wofür die gut ist. Muss ja wichtig sein. Gesundheitscocktail. Am liebsten wäre mir einfach jetzt vorbeizuschleichen. Und mich gar nicht drauf einzulassen hier. Bitte lass Hefe hier sein. Also hier schon mal nicht. Also ich glaube, hier in dem Gebäude ist es schon mal nicht. Nichts zu sehen. Da krabbelt einer. Scheiße. Da auch. Weiß man gar nicht, wo man hin soll. Hier ist noch einer. Die sehen nichts. Die scheinen blind zu sein. Okay, ich gehe mal hier außen rum und dann ins andere Gebäude. Ich hoffe, dass ich die Hefe dann dort finde. Da hüpft schon einer rüber. Komm, Dicken, Beeilung. Das ging gut. Hefe, Hefe. Wow. Da hinten, ne? Das ist eine Kammer. Da hinten ist eine Kammer. Eine Speisekammer. Da ist die Hefe drin. Ah, hier ist sie ja. Ja. Ich hoffe, das ist genug. Okay.
Wir sehen Sarah wieder. Das war für Sarah. So, jetzt ganz gechillt hier wieder weg. Aufs Moped und bye bye Baby. Ein Benzinkanister wäre nicht schlecht, wenn der da irgendwo liegen würde. Scheiße, Kreischer. Ein Kreischer. Okay. Kreischer versperrt den Rückweg. Vielleicht hat's was Gutes. Vielleicht steht hier... Da ist noch einer. Das war ein Krabbler. Da ist ein Breacher. Scheiße. Hier ist einfach zu viel los. Ob ich hier durch die Mitte kann? Da ist auch ein Breacher. Am Auto, am Schulbus gewesen. Hier ist alles versperrt. Das war's für den Kreicher. Ich will mich nicht mit euch anlegen, Leute. Ich will hier einfach nur weg. Hey, wo bist du denn hin jetzt? Geh schön zurück. Wenn der jetzt Alarm macht, dann sind direkt drei Leute hier. St. John an Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Deacon, Corporal St. John, ja. Ich hab den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hefe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, nur aus Neugier, wozu brauchst du... Sorry, ich hab zu tun, ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker, Ende. Okay. So, ich lass mich mal rollen hier. Weil allzu viel Sprit haben wir gar nicht mehr im Tank. Na, da wird's auch schon angezeigt. Was ist das denn hier? Aber die 500 Meter, die dürften wir eigentlich noch schaffen. Okay. Also, das war wirklich ein krasser Start jetzt hier. Aber alles in trockenen Tüchern. Person befreit, Hefe besorgt. Gucken, was Sarah jetzt sagt. Sarah ist ja doch ein bisschen kühl gewesen, leider. Nach dem Wiedersehen. Da hat sich Deacon mit Sicherheit etwas mehr Euphorie erhofft. Ich finde die Open World bei Days Gone echt gut konzipiert, obwohl ich so sonst davon nicht so der Fan bin. Okay. Ja, also mir gefällt es ja auch wirklich gut. Also ich finde, da steht eigentlich nichts nach. Ich finde, die kann sich wirklich messen mit Open World Spielen von Rockstar oder auch Ubisoft. Das ist ja das erste große Projekt hier, das erste große Spiel von den Band Studios. Und für das erste große Projekt, also da muss ich sagen, wirklich Hut ab. Und wir sind da.
So, kurz mal speichern. Also, alles gut gegangen. Mit genügend Sprit hier hin und jetzt gehen wir rein. Oh Gott, verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja, ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Miliz-Arschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Deacon. Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, wo einer ist. Nein, ich mache damit virale Proteine, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Brot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Okay, ich weiß, es ist seltsam. Ja, wirklich, wirklich seltsam. Vertrauen erhöht. Also, wir wandeln so zwischen Wizard Island und Diamond Lake hin und her jetzt. Das sind die letzten beiden Camps. Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich tun? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön. Schön, wie du meinst. St. John, Ende. Na gut, kann nicht schaden. Die Brandwunde war doch wirklich krass. Die war wirklich krass hier. Der Anführer uns ja zugefügt hat. Von den Rippern. Ich bin übrigens auf der Suche gerade nach, nach Sprit. Sprit, Benzin. Irgendwo hier zufällig. Nein. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier... Ah, guck mal, vielleicht können wir hier was verkaufen. Corporal? Hey, wie geht's dir, Sir? So wie gestern und so wie morgen, würde ich annehmen. Ich hab dich das noch nie gefragt, aber wie bist du eigentlich hier gelandet? Du hast mich nie gefragt. Und ich hab's nie erzählt. Hey, entschuldige. Okay. Corporal? Okay, pass auf dich auf. Beisarge. Gleichfalls. So, können wir hier mal voll tanken? Hey, Corporal, was läuft denn so? Hey, Sarge. Ich suche den Mechaniker. Wo ist der Mechaniker? Beute, hier muss doch der Mechaniker sein. St. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Im siebten Himmel. Ja, so, hier stehen doch überall Motorräder dran. Wo ist denn der Mechaniker? Ah, Corporal. Der Mann der Stunde. Muss doch hier auch einen Mechaniker geben. Hey, Kumpel, das hier ist Sperrgebiet. Ja. Wo ist der Mechaniker? Keep out, Explosives. Also ohne auftanken können wir jetzt nicht losfahren. Wir haben keinen Sprit mehr. Ich
sollte mit ein paar Leuten noch eine Latrine graben. Ich übersehe jetzt hier nichts, oder? Hier ist nur der Typ hier. Der verkauft keinen Sprit. Hey, Corporal, wie läuft's? Ich hab da mal eine Frage. Was bitte macht ein Typ von der Ostküste so weit hier draußen? Um ehrlich zu sein, ja. Ich hab mit einem Kerl aus Long Island gedient. Ihr seid unüberhörbar. Echt krass, oder? Ich sag dir was, Mann. Bevor das alles anfing, hatte ich diese Internetseite youneedgunsigotguns.com. Oh Mann, heilige Scheiße. Daher kenne ich dich. Du hattest eine Fernsehsendung. Mein Alter hat sich die früher immer angeschaut. Hey, der gute Mann hatte Geschmack. Ganz genau, das war meine. Ich war im ganzen Land unterwegs. Auf abgelegenen Waffenshows, Flohmärkten und so weiter. Ah, abgelegener als hier geht's wohl nicht, oder? Da hast du wohl recht, was? Corporal St. John, pass auf dich auf, okay? Ja, das werde ich. Okay, gehen wir ein Stück zu Fuß. Vielleicht ist da oben der Mechaniker. Man kennt sich noch nicht so aus hier in dem Camp. Alles noch neu. Hey, Doc. Komm rein. Shintese, nimm Platz. Nimm Platz. Ja, Nadine, auf jeden Fall den letzten Livestream nochmal angucken. Das ist alles, ist viel passiert. Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientes. Hör mal, Corporal. Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das? Das da war kein Holzofen. Na schön. Halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe. Aber ich will, dass du in ein paar Tagen noch mal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. Man sieht sich. Und nochmal 4000 EP, das geht heute schnell. Ich kenne das, okay. Alright, und neuen Fertigkeitspunkt. Komm, dann schauen wir mal rein, wo wir den hier anlegen können. Fertigkeitspunkt. Hier. Ja, wir hatten alles abwechselnd hier gemacht. Was haben wir hier? Stierlauf. Die Fähigkeit, bei einem Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Die Fähigkeit bei einem Sprint. Gegner oder Schwärmer. Mehr Saft verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Ausdauercocktails. Gekauft. Gekauft. Greife mit L. Da. Nutze ihn mit R2. St. John, komm! Taylor und Deacon St. John! Taylor? Lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst. Ups. Was hat denn jetzt? Zeit kamen viele neue Rekruten zu uns. Seid willkommen. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt,
Das habt ihr selbst in eurer Hand. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei, wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen, doch ich verspreche euch, die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt. Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Haltet euch daran, dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Tja, we're in the army now. Wir machen keinen Unterschied. Okay, also, wir sammeln Punkte. Trotzdem nur noch 13% im Tank. St. John, komm! Taylor und Deacon St. John! Taylor, lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst, du wärst dem Kerl zu nahe gekommen, den du verfolgt hast. Oh, ich bin nah dran. Ich stehe in seinem Scheißgarten. Ey, ich brauch dich, Mann. Bin bei einem kleinen Camp, südlich vom Crater Lake, beim South Rim Drive. Taylor, hör mir zu. Keine Ahnung, was du machst, aber du... Oh nein! Lass mich los! Hey! Taylor? Verdammt! Okay, das hat sich nicht so besonders gut angehört. Ich glaube, der Taylor, der ist gerade so mächtig in Trouble. St. So. John an Lieutenant Whittaker. Kommen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja, hey, ich habe mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat. Wo finde ich das? Oh, Mist. Ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Was? Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ende. Hat sie gerade Mesama Village gesagt? Was zum Teufel ist das überhaupt? Ja, Silikat habe ich auch noch nie gehört. Weiß irgendjemand, was Silikat ist? Hab ich wirklich noch nie gehört. Aber wir können endlich auftanken. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werde es mir merken. Der rippt dich ab, Mann. Wie geil ist das denn? Der rippt dich ab. Hab ich noch nie gehört. Hey, Corporal, wir sehen uns. Der rippt dich ab, geil. Okay, also die Ereignisse überschlagen sich gerade. Dann schauen wir doch mal, wo wir zuerst hingehen. Gucken wir mal, Garrett. Das ist das. Das ist wahrscheinlich für Sarah. Ja, das ist für Sarah. Und das ist auch das einzige gerade. Ne, hier ist noch eine andere Mission. Das war wahrscheinlich er hier, der in Bedrängnis ist. Guter Soldat. Rette Taylor. Okay, das ist dringender. Und so können wir auch ein bisschen die Karte noch weiter öffnen. Dann machen wir das zuerst. Rette Taylor. Okay. Also, los geht's. Ist die Pizza schon da, Jen? Oder hast du schon gegessen? Und wenn, war lecker.
So, jetzt mal raus hier. Ja, wie gesagt, Nadine, bin gerade dabei, ja so, hab klebrige Finger, immer, oft mit dem Käse, alles klar, okay, ja dann, gut Appetit weiterhin. Wenn das mal am nächsten, wenn, dann, wenn wir zurückkommen sollten, es ist immer noch dunkel, dann gehe ich schlafen. Dann machen wir die Nacht zum Tag. Also, auf zu Taylor. Ist gar nicht weit, 500 Meter. Das hat sich über Funk auf jeden Fall so angehört, als ob da mächtig was los ist. Was ist hier los? Wölfe alles? Corey, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug, Rückzug! Russell, Bericht. Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemult, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir. Ganz meine Meinung. Russell, Ende. Los! Bewegung! Los geht's! Wir ziehen ab! Los geht's! Los, los! Okay. Geht's echt nicht anders? Müssen wir wieder durch den Tunnel? St. John! Sind Sie da? Kommen Sie zum Hauptquartier, sobald es Ihnen möglich ist. Colonel, natürlich, Sir. St. John, Ende. Kann ich nicht hier irgendwie über die Berge drüber? 200 Meter, das ist doch nicht weit. Okay, war ein Versuch wert. Aber scheint wohl nicht zu funktionieren. Komm, Dicken. Also, bevor wir jetzt eine halbe Weltreise machen, gucke ich nochmal nach, ob es hier vielleicht geht. Aber hier ist alles zu, ne? Ihr seht, hier ist alles, hier kommt man nicht hoch. Das heißt, wir müssen wirklich hier nochmal zurück durch den Tunnel. Kommen wir da nicht hin. Also. Deacon, hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am. Das ist ein privater Kanal. Dick. Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich. Uns. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam am Weg. Echt jetzt. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker Ende. Okay, also allzu weit war es Gott sei Dank nicht. Ein kurzer Tunnel und da sind wir schon. Vielleicht lassen wir dich dann. Leck mich.
Ich glaube, er kann uns nicht hören. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Von mir erfahrt ihr den Scheiß. Hörst du mich jetzt? Hallo? Schaff die mir aus den Augen. Eieiei. Was meint ihr? Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen. Gegen Punkte. Ich komme, Taylor. Halte durch. Okay, ich glaube, mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Kurz nochmal zwischenspeichern. Das war's. Wir sollten uns, glaube ich, auch nicht zu viel Zeit lassen. Sonst fehlt ihm gleich noch ein Ohr. Halstabletten dabei? Okay, also. Wovon redest du da? Da. Mach mal wieder eine dieser Tür. Die hat gerade überhaupt nicht reagiert. Macht aber nichts. Die Vorhut ist schon mal beiseite geräumt. Ich kann schon mal keinen Alarm schlagen. Na, drehst du dich um? Dieser Folter, hä? Wie wär's denn damit? Dann eben so. Okay. Rein in des Feindes Höhle. Atmosphäre ist super, ne? Ja, finde ich auch. Das war's. Spring ihn um! Spring ihn um! Nicht schwer! Fallen lassen! Na los! Runter! Jetzt aber schon! Runter damit! Runter damit! Ich spring ihn um! Ich spring ihn um! Ich puste ihm das Hirn raus! Taylor! Verdammt! Oh, was war das denn jetzt? Okay. Jetzt setz mich bitte nicht ganz vorne wieder ab. Ja. Nee, ne? Ist das dein Ernst jetzt? Das ist nicht jetzt dein Ernst, oder? Ach nö, Leute, bitte. Das ganze Camp jetzt nochmal. Tja. Das ist nicht so optimal. War jemand? Jetzt ist mir auch egal. Wie gefällt dir das, Fischkeil? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Stealth-Modus hier. Mein Kumpel in Ruhe! Okay.
Finger weg von meinem Kumpel! Dieser Folter, wie wär's denn damit? Krass, der lebt noch? Wie gefällt dir das, du Dreckskerl? Gibt er auch noch. Okay. Also, Pistole früher ausrüsten. Schneller schießen. Und Taylor mitnehmen. Here we go again on my own. Alles klar. Ich bring ihn um. Nicht schwer's fallen lassen. Na los. Oh shit. Wie geht's dir, Taylor? Naja, es ging schon mal besser, um ehrlich zu sein. Okay. Oh Mann. Okay, hör zu, Kumpel. Nimm das. Drück es so gegen deinen Kopf. Gut. Und jetzt will ich, dass du wartest. Ich funke Captain Curry an und der schickt jemanden, okay? Okay, Mann. Ja, okay. Ja, Taylor hatte mit Sicherheit schon bessere Tage. Können wir hier noch was machen? Captain Curry, hier spricht Corporal St. John, kommen. Hier spricht Curry. Ich bin bei Lieutenant Whittaker. Wir sprechen über Sie. Corporal, ich sagte Captain Curry, dass Sie eine enorme Hilfe und unentbehrlich sind. Ja, danke, das ist großartig, aber das ist nicht der Grund, warum ich... Captain, es gibt ein Plünderer-Camp direkt beim South Rim Drive. Plünderer? So nah bei der Insel? Hören Sie... Nein. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Sie haben ihm ein Ohr abgeschnitten. Oh je, geht's ihm gut? Private Taylor? Was macht er da draußen? Ja, er wird's überleben. Ich weiß nicht, was er hier draußen wollte. Der Doc, Captain Jimenez, muss mit ein paar Männern herkommen und ihn abholen. Ich schick die Koordinaten. Ich gehe zu ihm und sag Bescheid. Curry, Ende. Okay. Kurz mal gucken, ob wir es anfertigen können. Jetzt ein Verband oder. Ja, Verband. Sehr gut. Molly wäre auch mal gut. Endlich. Endlich mal hier drei Mollys. Dann können wir wenigstens einen von diesen Nestern beseitigen. Also auf dem Hinweg, da gab es irgendwie eine Stelle, wo drei Nester gewesen sind. Ist da schon wieder ein Breacher? Am Motorrad? Nein, nicht einer, zwei. Oder? Nein, keine Breacher. Kreischer. Hoffentlich kommen wir hier noch weg. Okay.
Sailor, wie geht's dir, Kumpel? Wie gesagt, Mann, es ging schon mal besser. Hey, ich glaube, es blutet nicht mehr. Oh nein, blutet doch noch. Okay, Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh Scheiße. Nein, ich komme mir schon wie ein Weichei vor. Mir war alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue. Hey, ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt, Mann. Ja. Okay, ich guck mal, ob wir uns hier zurückbeamen können. Nein, das geht nicht. Also, dann ist Sarah dran. Ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Wie Ende. Abschützen, Hinterhalt. Das Arschloch, du wirst heute niemandem mehr auflauern. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Gegner hier jetzt im letzten Drittel wesentlich häufiger auftauchen, egal ob Freaker, Breacher oder sonst was, also viel mehr Gegner präsent. Präsenz. So, wenn wir schon mal hier sind, vielleicht können wir auch hier tanken. Kanister hier irgendwie, irgendwo vielleicht. Das wäre nicht das Schlechteste. Hier ist nichts. Gehen wir mal rein. Gib mir einen Kanister. Ich glaube, da liegt einer. Nein, das war nur der Aufsatz. Okay, dann fahren wir weiter. Ich glaube, ein bisschen ist auch noch drin. Also ein Stück kommen wir noch weit. Vielleicht reicht es auch noch. Könnte auch noch reichen. Das war knapp. Das war richtig knapp. Hier haben wir Kanister, aber wenn er verfolgt. Wenn zwei da fallen, dann weiß man nicht, wo man hinschießen soll. Leute, was sind denn so eure Lieblingsspiele-Serien? Habt ihr so Lieblingsspiele-Serien, wo ihr immer den nächsten Teil abwartet? Silikat. Scharfschütze, verdammt. Scheiße, nicht jetzt. Ich bin getroffen. Ich habe viel Munition übrig.
Und noch einer. Jetzt noch den vom Dach. Ja, anscheinend muss man sie... Scheiße, Lea. Lea, echt jetzt? Oh Mann. Oh Mann. Klappt das denn jetzt? Spike. Motor reparieren. Okay, ich möchte gerne mal aus der Schusszone. Bitte noch ein paar Meter. Null Prozent. Okay, das wäre nicht. Das sollte klappen. Final Fantasy. Fallout, Mass Effect und einiges mehr. Okay, also ich sehe schon, du spielst auch regelmäßig. Ja, aber alles natürlich geile Serien, also mag ich auch. Bis auf, nee, Moment mal, Final Fantasy kenne ich nicht. Ansonsten aber Mass Effect, ja, und Fallout natürlich auch. Aber Final Fantasy habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Und ich hatte irgendwann noch mal gelesen, dass ein siebter, also dass dieser berühmte siebte Teil, dass der noch mal, ja, dass es da ein Remake geben sollte. Kann das sein? God of War, sagt Nomex. Ja, natürlich auch sehr, sehr geil, ne? Damals schon der erste Teil, zweite Teil auf der PS2. Einfach Hammer. Ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. So, und wir müssen uns um das Nest kümmern. Denn hier fahren wir immer wieder durch. Ja, wie gesagt, also ich warte eigentlich auf dieses Final Fantasy 7. Von dem ja immer gesagt wird, dass es einer der besten oder der beste Teil sein soll. Und ich dachte mir nämlich, da ich die Serie noch überhaupt nicht kenne, wäre das doch ganz nett zum Einstieg. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Alter, diese... Auch noch diese Raben. Also die Raben hätten sie auch weglassen können. Wirklich, sind überflüssig. Krabbler, ob es in dem Nest was zu holen gibt? So, was sagt die Karte denn? Wo ist denn das Nest hier? Irgendwo hier? Geh mal außen rum. Rüste den Molly schon mal aus. Das sieht doch auf jeden Fall nach Nest aus hier. Nur leider nicht deutlich genug, als dass ich jetzt hier einfach was reinwerfen könnte. Wo ist das Nest? Das oben? Nein. Taylor, wie geht's dir, Kumpel?
gesagt, Mann. Es ging schon mal besser. Hey, ich glaube, es blutet nicht mehr. Oh nein, blutet doch noch. Okay, Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh Scheiße. Nein. Diese Nester sind das. Also, wo waren wir stehen geblieben? Nein, oh. Okay, wo waren wir nochmal? Nein, oh Scheiße. Nein, ich komme mir schon wie ein Weichei vor. Mir war alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue nach dir. Ach, das ist ja ein Zufall. Ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt, Mann. Ja, ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Dicken Ende. Das ist ja ein Zufall, dass wir gerade von sprechen, dass der Release-Termin nächste Woche bekannt gegeben werden soll. Okay. Dann wartest du wahrscheinlich auch schon sehnsüchtig drauf, kann ich mir vorstellen. Okay, das ist. Dann werde ich auch mal drauf achten. So, Benzin wäre ganz gut. Was denn? Bär? The Last of Us Part 2. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine Frage, wann das kommt, ne? Da gibt es ja noch, gibt's noch keinen Release-Termin, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht... dass das vielleicht erst zur PS5 erscheint. So als Start. Als Starttitel für die PS5. Und die soll ja schon nächstes Jahr kommen, ne? Ich glaube Anfang nächstes Jahr. Also in einem Jahr ungefähr könnte schon die PS5 auf den Markt kommen. Da jetzt für dieses Jahr noch kein Release-Termin... Ja, komm schon. Wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Wo ist das Moped? Hier. Gutes Timing. Ja, okay. Drei Leute plötzlich, irgendwoher. Keine Ahnung. Einfach mal gespawnt. Zum Glück nicht allzu klug. Ja, manchmal hat man das Gefühl, die spawnen so genau, wenn man sich gerade umdreht, hinter dem Rücken. Keine Sau gesehen vorher. Plötzlich waren sie da. Dann mal los. Denkst du auch, ja. Ne, lass mal uns überraschen, aber ich denke auch, es wäre auf jeden Fall wäre möglich. Das war's. So, Kiste voll. Gespeichert. Und jetzt können wir mal rausfinden, ach, das war einfach liegen, denn was dieses Silikat überhaupt ist. Vielleicht erklärt uns Sarah das ja auch noch. So, Moped ist verstärkt, das hält die Sprünge aus. Nette Gegend hier. Solange keine Breacher da sind.
Das ist wohl der Laden. Finden wir etwas Silikat? Also. Okay, Freunde. Wie kommt ihr da rein? Das kann sein, Nomax. Das wird mich auch nicht wundern. Boah, diese Viecher. Stirb. Das klingt voll da drin. Vielleicht hier. Hier müsste ich hochklettern können. Hochklettern? Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Das ist ein Krabbler. Noch ein Sägeblatt. Und vielleicht ist die einzige Möglichkeit, um reinzukommen. Scheint fast so. Da hinten hat ein Auto im Haus geparkt. Ist aber kein Reinkommen. Okay, also, aufs Dach. Ja, den ersten Teil, ja, ist ja bis heute, also ich finde den bis heute immer noch richtig, richtig gut. So, Deacon springt aber nicht hoch. Doch, jetzt macht das. Tja, das Leben ist hart. Ja, ein Fall für immer. Also, wo zum Teufel ist das? Na los! Verband. Na los! Nicht nachladen jetzt. Silikat, Wasser. Silikat. Ah, das war's. Das war's. Also, jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Nur noch hier raus, genau, Dicken. Nur noch hier raus. Da kannst du gehen. Los, du Scheißteil. Ja. Nein. Park einfach irgendwo. Ah, ja. Ab zu Sarah! Sarah, hörst du mich? Ich hab das Silikat, das du wolltest. Corporal St. John, ja, ich höre. Ich bin in einem Meeting mit Lieutenant Weaver. Corporal St. John, wann besorgst du mir mal wieder was? Keine Ahnung, Weaver! Corporal, ich erwarte nach deiner Rückkehr einen Bericht. Lieutenant Whittaker, Ende. Zum Teufel hat er vor. Wir werden es rausfinden. Bist du da? Hier ist Corporal St. John und Doc Jimenez. Kommen. Oh, St. John. Was macht der Arm? Gut, gut, diese Sache. Oh, verdammter Bastard! Lass mich das beurteilen. Hey, also, ich wollte eigentlich nur mal wissen, naja, wie gut du Lieutenant Weaver kennst. Lieutenant Weaver? Ich kenne ihn so gut wie die anderen Offiziere. Wieso? Ich weiß nicht. Ich besorge Sachen für sie, für ihn und Lieutenant Whittaker. Und er scheint dir dauernd nachzustellen und gefällt es nicht. Lieutenant Whittaker kann auf sich selbst aufpassen. Hör zu, St. John. Der Colonel toleriert ein gewisses Maß an Hänseleien unter den Offizieren. Ich würde mich da raushalten. Okay, Doc. Und keine Sorge wegen Lieutenant Weaver. Er ist soweit ganz in Ordnung. Jimenez, Ende. Na gut. Hoffen wir mal, dass er recht hat. Hey, Corporal, was läuft denn so? Viel läuft, wirklich. Läuft wirklich viel. So. Ja, Nomax. Kann sein, das kann natürlich sein. Fragen wir Sarah mal. Vielleicht. Es würde auf jeden Fall passen. Weaver, ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Verdammt, raus hier! Gibt's ein Problem?
Ma'am. Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. Was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist Weaver. Er glaubt, die Lösung aller Probleme ist, einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein. Was denn, Deacon? Nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Meine blöden? Das, so denkst du darüber? Du glaubst, was das, ich hier mache? Das meinte ich Blödsinn? Nicht. Nein. Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss... Danke. Vielen Dank für die Hilfe. Hast du Angst vor Wettbewerb? So, lese mal kurz das Ziel vor. Ich gebe niemals auf Ziel. Ich werde Sarah nicht wieder verlieren. Ich werde bleiben und helfen, so gut ich kann. Ja, Fertigkeitspunkt. Es ist alles noch so ein bisschen John, unklar, da? Ne, was Sarah angeht. Ja, ich höre. Hier ist Lieutenant Weaver. Schon einen Blick auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, ja, ich meine, ja, Sir. Styropor, Sie brauchen Styropor, stimmt's? Ja, genau, Styropor. Wenn du keins finden kannst, an Highway 97 südlich von Chemout steht ein kaputter Laster unterm Wasserturm. Findest du das? Ich bin... Hören Sie, ich finde den kaputten Laster, okay? Ich hole Ihnen Ihr Styropor. Ich bitte darum. Weaver endet. Also, sieht ganz nach noch einem Besorgungsauftrag aus. Aber wir können doch mal erst den Fertigkeitspunkt einsetzen. Eben hatten wir ja den Nahkampf, dann machen wir jetzt einfach mal Fernkampf. Gucken, was da noch so gibt. Unterwegs die Fähigkeit, beim Sprinten eine Fernkampfwaffe nachzuladen. Tja, nett, ne? Aber... Muss man nicht unbedingt haben. Reduziert den Rückstoß von Feuerwaffen, Luxus, eingespannt, erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen. Das wäre ganz gut, verbessert die sofortige Wirkung. Da. Haben wir auch schon. Na gut, komm. Dann nehmen wir das halt. Ja, mit Sarah ist wirklich ein Thema, ne? Also, Jen, ich weiß da... Ich blick da ehrlich gesagt gerade auch nicht durch, so richtig. Also, sie hat zwar gesagt, sie hat jetzt zu tun und sie will mitarbeiten und so weiter, aber was ist denn mit der Liebe zwischen Sarah und wo ist die hin, plötzlich? Ja, als ob nie was gewesen wäre, so ungefähr. So, das Ding muss ich mal wegmachen hier. Was hier eine Nebenmission? Dann haben wir hier infiziertes Gebiet. Dann hier Kopfgeldjagd. Nach Jahren der Trennung hätte sie, beim Wiedersehen ganz anders reagieren müssen. Ja, das ist ganz meine Meinung, Jen. Ganz meine Meinung. Als wäre sie blockiert durch irgendwas, ja.
Genau, so ist das. Also ich bin auch genauso, sehe ich es auch. Eigentlich hätte sie irgendwie anders reagieren müssen. Ich hatte zuerst gedacht, dass sie ja mit dem Colonel hier zusammen wäre vielleicht. Jemand anderen in der Zeit kennengelernt hätte. Hey, du solltest nicht hier sein. So, war denn jetzt eben nochmal hier der Mechaniker? Da geht's hoch. Und der war doch hier irgendwie drin. Wo steckt denn der? Ich muss mal nachgucken. Colonel Deacon. Wird nicht angezeigt, wo der Mechaniker ist hier. Mann, Mann. Ah, hier drüben, glaube ich. Hey, was machst du hier? Nachtanken. Den also, scheiß teuren Sprit nachtanken. Okay. Ich kenne dich von früher. Naja, nicht persönlich, weißt du, aber ich komme aus Fairwell. So wie du. Ich und meine Freunde haben euch Typen in der Stadt beobachtet. Die Mongrels, meine ich. Auf den Maschinen, mit eurer Lederkluft. Mann, wir fanden euch Typen so krass. Ach ja? Tatsächlich? Ja, Mann, ja. Ich hatte jede Menge Freizeit. Ich musste die Highschool abbrechen, weißt du. Dann hat mein Mädchen geschwängert. Ich musste was arbeiten. Hey, wenn du je vorhast, eine Motorradgang zu gründen, Mongrels oder was auch immer, ich bin dabei, okay? Absolut. Da kannst du lange warten. Klar, Mann. Ja, nein, ich meine ja nur. Okay. Gut zu wissen. Er scheint sich ein bisschen zu langweilen. Ja, okay. Ja, ich. Du brauchst es. Wir haben es. Ja, ich wollte jetzt gerne mal an deine Vorräte rein. Geht aber nicht. Ich kann nur schließen. Alles klar. Hey, Corporal. Wir sehen uns. Geh ich nochmal raus? St. John. Hey, Sarge. Geh ich nochmal rein? Nee, keine Vorräte. Alles klar. Dann eben beim nächsten Mal. Bis bald, Mann. So, ich hoffe, das geht jetzt hier auch raus. Dann hier dieser das Hauptding, das hier. Ich hab's mal bei ihr versucht. Null von Besorge, Weavers, Styropor. Das war's doch hier. Das war doch der Funkspruch. Also, dann machen wir uns mal beliebt. Das Spiel ruckelt mal wieder ein bisschen. Aber das habe ich bei anderen Leuten auch schon öfter gehört, also dass wirklich die Technik im letzten Drittel nicht besser wird. Und die meisten fordern auch schon einen neuen Patch. Also da muss auf jeden Fall noch ein Patch kommen. Sind zwar schon, ja, ich glaube drei oder vier sind, glaube ich, schon raus, aber so hundertprozentig läuft es noch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es okay. So. St. John und Whittaker, ich, Corporal St. John, ja. Matt, der Colonel ist hier.
Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja, Lieutenant Whittaker lobt Sie in den höchsten Tönen. Ich mache nur meinen Job, Colonel. Ah, Sir. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher, aber mit Ihrer Hilfe. Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als einfach eine Bombe zu bauen. Weaver ist... Lieutenant Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Sir. Colonel. Weitermachen. Ist alles okay? Klingt als ob... Tut mir leid, ich muss weg. Okay, Sarah. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, ja. Die Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier, ist fahnenflüchtig. Offizier? Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete zwei Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Ja, Sir. Den kriege ich. Corporal, ich will ihn lebend. Lebend, Sir? Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetzen zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetzen zu stehen. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Oh mein Gott. Okay, was war das? Na, Kopfschmerzen. Ja, Aspirin hilft da nicht mehr. So, sind hier Nester? Nein. Ah, okay. Plünderer oder irgendwelche anderen Leute. Dann gehen wir weiter zur Mission. Ich dachte, hier wären Nester. Jetzt müssen wir es bald haben, oder? Wassertor. Ja. Hier ist es. Es muss hier irgendwo sein. So, meine Damen und Herren, ich muss los. Avengers Endgame, ich komme. ja, okay, alles klar, Nomex. Ich werde mal schauen, wie das so ist mit in den nächsten Tagen, ob noch ein Livestream kommt oder ob das vielleicht, ob ich das hinkriege mit dem diversen kleinen Rucklern. Das war ja eigentlich der Hauptgrund hier auch wegen... weswegen ich hier auch jetzt live erstmal das Spiel weitergespielt habe. Ich gucke das nochmal, letztes Mal erkunden. Und ansonsten kommt spätestens Dienstag, wahrscheinlich Montag, Rage 2 auch hier auf dem Kanal. Und ja, morgen geht es auf jeden Fall auch weiter mit Days Gone. Entweder nochmal live oder mit einer weiteren Folge. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten, Nomax. Viel Spaß mit Avengers. Okay. Und bis zum nächsten Mal. Brauche ich nur noch Weavers Zeug. Ich kann es riechen. Es muss in der Nähe sein. Es ist in der Nähe. Es Und wir haben keine Mollys mehr. Wieso muss das Zeug ausgerechnet hier sein, wo jetzt diese Nester sind? Eieiei. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Wo ist es? Ja, Deacon. Es ist hier irgendwo. Hier muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Noch ein Nest. Styropor. Oh, 1 von 7. Echt jetzt?
Ja, alles klar. So soll es sein. Und wie gesagt, der Livestream wird auch in diesem Jahr noch verbessert werden. Also ich werde einiges umändern, auch von der Technik her noch. Und dann hat man auch mehr Interaktionsmöglichkeiten noch demnächst. In Kürze dazu mehr. Ja, danke. Dir auch. So, ich kann gerade nicht zwischenspeichern, leider. Und ich kann auch nur auf die Nester schießen, also ich versuch's mal. Vielleicht reicht das ja auch schon. Leider keinen Molly und ich kann auch keinen anfertigen. Aber vielleicht... Also diese Vögel, die gehen einem richtig, richtig auf die Nerven. Das ist echt eine beschissene Idee. Ne, die brauchen Feuer. Vielleicht klappt es ja auch mit einer Rohrbombe. Oh Mann, Alter. Was habt ihr euch dabei gedacht, Entwickler? Und vor allen Dingen brauche ich jetzt 1 von 7 von diesen blöden Styropor-Dingern. Das ist aber wirklich... Das ist gerade auch ein bisschen blöd. Ist auch nicht interessant gerade, finde ich. Also das ist so... Na, da ist welches. Ja, toll. Noch 5. Und diese nervigen Vögel dabei. Mein Gott, nein, echt. Tja, kann man nicht ändern. Ist jetzt gerade so. Hier liegt, glaube ich, noch was. So, bei einem Let's Play kann man das natürlich schön machen, dass man den ersten findet und dann zippt man kurz auf den letzten oder irgendwie sowas. Dann ist dieses Gesuche nicht dabei. Na gut. 4. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. 5. 6. Na, da ist welches. Aber hier ist voll. Fast genug. Na, komm her. Noch etwas mehr. Ich brauche doch nur noch ein so ein Ding. Wo ist das denn jetzt? Boah, Alter. Wie nervig kann irgendwas sein? Voll. Noch etwas mehr. Okay, ein Stück noch. Speichern geht nicht. So. Da oben ist das hier Styropor, echt jetzt? Das sollte reichen. Oh, was für eine ich blöde Quest. Auf der Karte. Dann können Currys Männer den Rest holen. Jetzt lass mich doch mal bitte speichern, bevor mich jetzt noch so ein Vieh hier anspringt. Okay. Dann mal nichts wie weg hier, bevor eine Horde hier vorbeikommt.
So, nee, also das hat gerade echt keinen Spaß gemacht. Das war alles andere als Spaß. Verdammt. Ein Kreischer. Aber gut. Hoffentlich kriegen wir wenigstens eine gute Belohnung. Vor allem, was will er mit diesen Styroporbechern? Braucht er die für Urintests oder was? Vielleicht erfahren wir es noch. Ja, also gibt es so Phasen, halt zwischendurch auch mal mit Besorgungsmissionen. Ist schade, ich dachte eigentlich so nach dem letzten, also nach dem letzten Livestream, dachte ich eigentlich, dass es so bleiben wird. Auf demselben Level. Denn die 4 oder fast 5 Stunden waren wirklich gefüllt mit... Ja, da war ein Highlight eigentlich quasi nach dem anderen. Dass jetzt so Sammelmissionen nochmal auftauchen, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und hätten sie auch eigentlich, finde ich, sich sparen können. Weil zu kurz ist das Spiel nicht. Im Gegenteil. Da hätte ich es jetzt besser gefunden, wenn diese dichte Atmosphäre, dieses stetige Spannung, das jetzt aufrecht erhalten werden würde. Stand zur Linken. Na? Okay. Okay. Das, hey. Das. Ich habe die Sachen, die Sie haben wollten. Oh, gut, gut. Ja, stell sie da hinten hin. Gib mir was davon. Okay. Sehr gut. Und wie läuft es so mit Lieutenant Whittaker? Wie meinen Sie das? Ich sehe dich kommen und gehen, Mann. Du machst ganz schön viel für sie. Ja, ich mach nur meinen Job. Okay, Mann. Tja, hab's mal bei ihr versucht, als ich hier neu war. Ach, wirklich? Oh ja, Kumpel. Ich meine, sie hat echt einen tollen Arsch. Da stehe ich drauf. Ich konnte nicht anders. Ja, ja. Und wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Ich meine, sie warf mich zu Boden und wollte mir den Arm brechen. Hör zu. Du musst bei ihr echt aufpassen. Sie hat Temperament.
Tja, ich werde es mir merken. Brauchen Sie sonst noch was? Nein, aber nimm die und komm mit. Ach. Oh Mann, sie hat einen tollen Arsch. Tja, was muss man sich alles anhören, ne? Teste den Napalm-Molotow mit Weaver. Komm, den Test machen wir noch. Styropor ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Benzin besteht aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Zungenbrecher. Egal, wenn man das mischt, spalten sich die Molekülketten in einzelne kovalente Bindungen. Oh, ja, das weiß doch jeder. Kovalente Bindungen. Ach was. Das, mein Freund, ist ein Napalm-Molotow und damit werden wir den Krieg gewinnen. Ich arbeite noch an der Formel, aber irgendwann ist das Zeug heißer als ein Schweißbrenner. Weißt du, wie heiß das ist? Ja, kannst mir vorstellen. Hab in der Werkstatt gearbeitet. Sonst noch was? Nee, Mann, alles gut. So verdammt nah dran. Kaboom! Fliegt in die Luft und brennt, Mann! Wir reißen ihn den Arsch auf! Also, höchst motiviert. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal ein bisschen kürzer dann. Ich wollte eigentlich noch mindestens 3 Stunden, aber es ist auch heute wenig los. Und irgendwie läuft es nicht so rund. Dann würde ich sagen, bleibt es jetzt bei 2 Stunden oder 2,5, irgendwie sowas. Und dann geht es aber morgen mit einer neuen Folge auch auf jeden Fall weiter. Also entweder morgen Abend nochmal live oder sollte das mit dem Ruckeln irgendwie besser werden. Das liegt, wie gesagt, an der Technik hier von dem Spiel. Dann kommt auch ein neuer regulärer Part. Ansonsten am wahrscheinlich Montag Rage 2. Ja, ist ja wahrscheinlich erst Montag. Manchmal geht es ja auch schon Samstag los oder 3 Tage früher. Aber ich habe mit dem Spielhändler mal telefoniert heute und er meinte, ja, morgen wird eng. Vermutlich erst Montag. Aber dann kommt Montag wahrscheinlich das erste Gameplay zu Rage 2. Ja, zu Livestreams in Zukunft, da wollte ich auch nochmal hier unter dem Community-Reiter eine Umfrage machen oder ein Video machen mit einer Umfrage, wie denn so überhaupt das generelle Interesse ist an Livestreams, ob man vielleicht einen festen Tag auch mal einlegt in Zukunft, dass man sagt, ja, jeden Freitag ist halt live, der Rest ist normal Let's Play, irgendwie sowas in der Richtung. Und da könnt ihr auch, das heißt, da entscheidet ihr mit, ja, also es kommt drauf an, wer da, wie viele Leute für was stimmen auch. Das beziehe ich auf jeden Fall mit ein. Ansonsten war es das für heute jetzt hier. Mit einem etwas kürzeren Livestream. Jen, danke fürs Einschalten. Nomax ist schon weg. Wer immer noch dabei ist jetzt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich das Video liken oder auch teilen. Ist auch mal schön. Ja, ansonsten sehen wir uns. Ne? Entweder, wie gesagt, Let's Play oder morgen nochmal live. Je nachdem, wie es mit der Technik aussieht. Danke für die Infos und fürs Stream, Mike. Mach dir noch einen schönen Abend. Ja, mach ich. Ich mache heute wirklich den Rest des Abends, glaube ich, gechillt. Okay. Ja, dann, also, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.